So, da sind wir wieder zu Zockerzone-Spiel Dead Space 3. Dead Space 3. Dead Space 3. Und da hoffen wir ganz wenig Health. Ganz wenig Health. Und du kämpfst ja, jetzt. Wir hatten vor Wochen oder so, hatten wir irgendwie hier einen Absturz. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern und ja, nicht an sehr viel mehr. Hast du noch ein bisschen Amnesie? Ja. Oh, von Gott. Dem Absturz, aber du kannst, glaube ich, rechts sogar noch ein bisschen was looten. Lass mal Ellie in Ruhe. Das ist ihre eigene Frau. Aber ich kann hier nicht laufen, ne? Ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Aber schau mal, wir verlieren Temperatur. Pass auf. Aber hier in der Nähe von Hitzequellen wird das wieder... Aber die ganzen Sachen, die du das letzte Mal gelootet hast, gibt's hier gar nicht mehr, ne? Vielleicht. Tatsächlich. Da lagen noch Sachen, oder? Ja, überall. Ja, cool. Das finde ich eine Frechheit, dass wir das nicht exploiten dürfen. Ja, aber wie läuft das hier genau? Ist echt jetzt so Lost Planet-mäßig, umso länger ich unterwegs bin, umso eher friert mir mein Willi ab, oder was? So sieht's aus. Und weil er sowieso schon recht klein ist, wollen wir das nicht riskieren. Was sagt überhaupt mein Muni? Was ist das überhaupt für eine Waffe? Das ist unsere Sekundärwaffe, ne? Das ist dieser Puls und Speerwerfer. Das heißt, unsere Waffen haben wir noch. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. So, hier ist schon muckelig. Kann ich mich da verbrennen, wenn ich da drüben ran? Was ist das? Oh, wie wenig. Kannst du ein bisschen Health-Clip nehmen? Oh Gott. Machst mich ein bisschen nervös, ne? Oder 5, 10 kleine? Was? Wolltest du B drücken? Ich hab A gedrückt. Du hast B gedrückt. Du kleiner Lügenbaron, ey. Eins geht noch, ne? Sicher? Komm. Verschwendung, ja. Na, das war Verschwendung, das war ein nee, Viertel, war das bestimmt zu viel. Nee, das wird uns noch fehlen im Bosskampf. Jetzt bin ich auch wieder richtig agil. Ja. Ja, hat man was gemerkt bei der Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Ja. Ah ja, stimmt, natürlich, wenn da war es ja ganz auf Null, ne? Mhm. Richtig. Boah, irgendwie will ich rein, du hast eine Linie übrigens. Dann können wir mal. Oh ja, aber nicht, dann mal hier. Aber dann könnten wir vielleicht. Roleplay-mäßig. Ja, so richtige Linie haben wir doch nicht. War das eine unsichtbare Wand gerade? Ich glaube nicht. Gibt echt gar nichts, ne? Nur die Richtung? Ist das die Richtung denn zumindest, oder? Nee, ich glaube, das ist wirklich nur, da kannst du dich überall hinstellen. Aber das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Ich folge hier einfach mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Man sieht schon mal ein bisschen mehr. Die Sonne geht auf. Oh. Kann ich jetzt noch rapieren? Was passiert hier gerade? Spaß! Ah! Ja! Bin ich jetzt wieder so wegrutschen oder so? Ist jetzt los? Nee, momentan fliegst du erstmal wieder. Okay, der Schnee sieht ein bisschen strange aus. Ellie, bist du da? Verdammt. Was ist mit Ellie? Ich glaube, hier können wir auch wieder nach den Sucherbots Ausschau halten. Ich glaube, wir müssten einen dabei haben. Den hat uns das Spiel nicht weggenommen. Ja, ich weiß es nicht. Kannst du ja mal gucken. Ich glaube, ich hatte ihn vorhin. Ja, wir haben ja, ihn. Ja, der ist dabei. Wird irgendwas Fips angezeigt? Fips ist dabei. Oh, da lag er sogar was. Was? Zwei Schaden. Minus A, jetzt. Jetzt kommen sie. Aha. Bist du doch nicht so doof. Oh, das raume ich mir ein. Dann schick's meiner Mutter. Hoffi hat gesagt. Ich bin doch nicht so doof. Ich bin gar nicht so blöd. Lauf jetzt alle komplett zurück? Nee, das ist richtig. Oh mein, oh, mir ist ganz schön kalt, ne? Ja, Körpertemperatur sinkt. Aber da... Da ist das schon die nächste heilbringende Wärmequelle, sagst du? Oh. Das Lootleuchten. Ich finde das, so, find das echt cool. Man sieht die Loot eigentlich echt gut bei Dead Space. Ja. Aber es nervt mich nicht. Also ich finde das schön. Nee, so finde ich, muss das sein. Macht guten Spaß. Ja. Das ist manchmal in einigen Spielen nicht so einfach, dann diese Textur von der Loot irgendwie von der Umgebung zu unterscheiden. Genau, und ich finde, es soll ja auch nicht die Kunst beim Spiel daraus bestehen, dass man die Textur da irgendwie, ja, irgendwie mal mit Nadelauge unterscheiden kann. Das ist ja kein Wimmelbild-Spiel. Wimmelbild-Spiele sind cool. Finde ich zumindest. Lasst euch da nichts einreden. Doch, also ich finde die gar nicht so schlecht manchmal. Es gibt da natürlich sehr hohe qualitative Unterschiede. Ein langer Weg ohne Feuer. Ja, ne? Aber da siehst du auch mal, dass man ihm ein bisschen was zutrauen kann. Ellie! Ellie! Oh, kirchlich. Du standst hier auf diesem Spektrographentransistor. Ich bin wieder warm, ne? Ich bin wieder warm.
so warm wie du bist, Hoffi. Da muss eine Menge passieren. Da reicht nicht ein Eisplanet. Nee, da! Jetzt aber trotzdem küssen, nicht einfach nur ausbuddeln und dann wieder zurücklegen. Oh. Wer war das, der Pilot? Nein. Nein, du meinst Tulpe? Die Tulpe oder was? Weiß es nicht. Wenn er sagt Gott sei Dank, dann kann er doch nur Tulpe gewesen sein. Der mag ihn nicht, ne? Tulpe und Leroy Jenkins hier. Genau, genau zurück. Da war doch ein. Ich dachte, da wäre ein Dings gewesen. Das war eine optische Tulpe. Hier, das kannst du doch benutzen, genau. Interessante Videonachricht. Videonachricht. Die wartet sogar auf mich. Ellie! Riechen? Warum ist das rot an? Das Video! Okay. Der ist nicht so richtig sympathisch, ihr neuer Macker, ne? Nee. Aber ich hasse ihn allein schon, weil er der neue Macker ist. Ja, davon geht man erstmal aus, ne? Allein dafür hasse ich ihn schon. Also ganz klar. Ich dachte, jetzt kommt ein anderer Grund. Ich hasse ihn aber schon, weil er generell irgendwie herrisch ist und. Nein, das sind Angsthase. Gib mir einfach schon und sag, dass der meine Ex pimpert. Ach ja, viel Spaß. Roth Action oder was? Ja, das ist so PC, ist doch weg. Ellie. Komm. Kann ich damit nicht rumfahren? Ellie? Schön wär's, ne? Nimm dir die Linie. Kein Ziel. Kein Ziel. Wir haben ein Feuer. Da hier links kannst du rein, in dieses Gebäude. Wenn ich mich recht. Ich dachte zumindest, irgendwo ging's hier rein. Wir sind Christen. Zu wissen. Hier ist nicht weiter. Okay. Cancel that! Oh, hier, leider? Ja, mach mal. Ja. Ich bin ohne 30 Grad oder was, ne? Ja, Fieber! Oh Mann. Negativ Fieber. Gibt's hier nicht irgendwas? Ich bin mir nicht so sicher. Hier sind noch Schweinekälter! Oh nein! Ich war mir echt nicht so sicher. Also, ich wollte eher sagen, unten bleiben, aber ja, mal hier drin, komm schon, Baby. Komm, sei ein Raum. Ja. Auf! Telekinese! Ja, ich kann mich kaum nur konzentrieren, so kalt ist mir. Werde ich hier warm? Oh, ich schmeiß dir erstmal die wärmebringende Thermoskanne. Aber mir wird auf jeden Fall nicht kälter. Das ist schon mal gut. Da lag da was in. Oder war das nur eine Spiegelung? Ah, nur eine Spiegelung, okay. Was ist das für ein Geräuschpegel hier? Textlock. Kann man nicht grabben. Die Bolas-Kanone? War das ein Rezept oder was? War gar kein Textlock. Besser, viel besser als ein. Yeah, Generator. Wie werfe ich den an? Bam, 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 bam. Yeah, Spam. Oh nein. Das große Vieh ist wieder da. Ja, nehmen Sie die. Da ist die Super Loot drin. Das ist eine Werkzeugbank, also muss es hier irgendwo auch mal chillig werden. Soll ich mal was an Safe packen? Sieht aus, als wäre da eine große Einrichtung vor. Was hältst du davon? Oh, wen haben wir denn da gerade gehört? Ellie. Okay. Aber wir machen erstmal die Station. Auf jeden Fall. Wir können ein bisschen was loswerden. Bist du das? Ein bisschen Munition sogar vielleicht? Willst du einen? Ja. Oh, na, so. Jo. Aber können wir vielleicht generell. Wir haben jetzt ein plus 2 Schadensding bekommen. Wobei, ja, es hat der Minus. Mal. Was war plus 2 Schaden und minus 1 was? Also kannst du einfach mal auf einmal irgendwo draufklicken. Ja. Und nachladen ist vielleicht gar nicht verkehrt. Machen wir ja oft, ne? Aber kannst du trotzdem mal testweise auf Schaden hinzufügen gehen? Und da ist es dann in der Liste mit dabei. Ja. Minus 1 auf Nachladen, okay. Das ist doch vielleicht nicht so. Für mehr Schadenpower. Wir könnten das vielleicht auf die andere Waffe packen. Die laden wir eh nicht so oft nach. Die nutzen wir nur einmal während des Kampfs und wenn wir wechseln dahin wechseln auf die andere. Aber wir haben da, glaube ich, einige mit plus 2 Schaden, oder? Oder haben wir nur plus 1 Schaden überall? Wir haben überall nur plus 1 Schaden. Kannst du mal B drücken? Kann man das irgendwie sehen? Plus 1 Schaden, plus 1 Clip. Ach ja, hier genau. Alle nur mit plus 1. Okay.
Aber du willst eher mal nachladen, oder? Also nachladen opfern, meinst du? Ja, würde ich tatsächlich. Oder was haben wir denn hier vorher? Was haben wir dann? Würde ich denn hier einen ganz krassen Trade machen? Hier das sogar? Also gleich zwei nachladen von mir im Grunde. Für einen Schaden. Das ist halt die Frage, ne? Das fühlt sich nicht so toll an. Das ist ein Evil Trade. Komm, das schieben wir einfach vor. Das packt auf die andere Waffe. Na gut. Dann können wir es da ja zumindest schon mal parken. Ja, wenn irgendwie mal Leute vielleicht Ideen haben. Wollen wir sonst erstmal einen leeren Slot reinknallen? Aber dann die Waffe braucht das nicht. Ja, das stimmt es. So, das stimmt es. Da stimmt, komm, nehmen wir den raus. Ja. Okay. Du könntest dann unten sogar aber noch einen Nachladen reinpacken, genau. Wenn wir noch eins haben. Wir haben keinen Nachladen. Bevor da gar nichts drin ist, das ist richtig. Ja, aber wenn vielleicht die Zuschauer mal Ideen haben, was wir auf dem zweiten Waffenslot für eine Waffe bauen sollen. Ja, her damit. Durchaus. So für die als Zweitwaffe. Wir benutzen sie jetzt, wir verlassen uns jetzt eh nicht auf diese Zweitwaffe. Wir machen das alles mit dem Plasma-Cutter, wie es aussieht irgendwie, und dieser kleinen Pisswaffe da drunter. Aber vielleicht brauchen wir die ja. Nee, wir werden die schon nochmal brauchen. So ist das nicht. Die Mucke, das große Vieh wartet doch auch noch. Oh nee. Ich glaube, wir haben ein paar Loot-Areal, aber ist nicht viel. War vielleicht 3-4 Kisten über. Übersehen, ne? Vielleicht, da gab es. Man könnte ein bisschen Exploration machen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Diese also ein paar Ärmel. Schneelandschaft da. Genau, mit diesen Verwehungen auch, wo man eh nicht so viel sieht. Aber es ist auf keinen Fall irgendwie tragisch oder so. Lebenswichtig. Was haben wir denn hier wieder für ein Ding? Feuerwarte. Boah, jetzt ohne aber hier die. Die krasse Pro-Scheibe. Kannst du gleich den Pro in dir auspacken, Hafi? Laufe, ne? Laufen ist gut. Mir ist schon wieder verdammt kalt. Oh, ich sehe es auch gerade erst. Auf jeden Fall Wärmequelle, klar. Und Fortschritt wird gespeichert, ist auch schon mal schön zu sehen. Damit ich direkt laden kann und erfrieren kann, wahrscheinlich, weil. Hier könnten wir hoch. Wo war Straße? Wo? Da. Das war es schon? Ja. Ich hab ihn halt gehört, aber. Oh, schöner Schuss. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon, ne? Nicht vergessen. Wir haben ja schon 3 Schuss jetzt in unserem. Ach, natürlich. Stasemagazin. Jetzt muss ich immer Gas geben. Hier rein? Hier kannst du rein, ja. Auf. Lässt uns nicht rein. Oh. Gut, der war schnell. Heftig, was ist denn hier los? Wir lassen uns hier nicht rein. Ne. Wir haben nicht die Keycard. Wir müssen ein anderes Ding finden. Das ist, glaube ich, eine gute Richtung. Oh Mann. Dahin. Das ist genau richtig. Keine Monster! Ah, ein Spucker auch noch. Hast du noch was? Kannst du ein B drücken oder so? B drücken! Ja, hat er gemacht, sauber. Das pfeffert eigentlich unser Plasma-Cutter im Moment für Schaden raus. Ja, haut richtig dick raus, ey. Bitte schon kurz wieder geneigt. Oh! Das waren auch gute Schüsse immer. Immer auf die Körperteile. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Bei Dead Space ist es ganz wichtig, dass man immer auf die Körperteile schießt, um mehr Schaden zu machen. Das wird manchmal im Tutorial ein bisschen vernachlässigt, diese Information. Was ist das denn? Ressourcenverstecke wieder hier. Mr. Phipps hat er mir gerade eben gezeigt. Wie, Mr. Phipps, was? Special Move? Ja, eben gerade wurde hier Mr. Phipps kurz erklärt hier, um Ressourcenverstecke zu erklären. Was auch ach so, Mr. Phipps! Ach, der Roboter, okay. Ja, ich habe jetzt aber das Geräusch nicht gehört. Nee, also, das ist doch. Oder macht das jetzt hier mal das Geräusch? Nee. Das ist immer, ich mein, du kannst sie ja am anwerfen, auch, ne? Du hast ja immer diesen Radar dabei. Kannst du dir angucken. Da draußen irgendwo. Aber du kannst ja erstmal den Motor anwerfen. Mit dem Motor? Ja. Dann haben wir nämlich auch wieder Wärme. Ach ja, der. Ah, oh, natürlich. Oh. Oh, mit ein bisschen Mucke. Wir wollen noch nicht. Was sagt die Zeit? Oh, ich hab noch ein bisschen. Ja, bisschen. Bleib ruhig da drin. Da war noch mehr, oder? War da nicht noch irgendwas zu tun? Da geht's rein. Aber da, geht's denn auch dahin? Müssen wir da lang, oder was? Es gibt einfach keine Linie mehr. Bin ich jetzt da reingekommen? Nee, ich bin noch da reingekommen. Guck mal, weil hier hatte ich ja Beef mit dem Action. Das ist völlig recht, ja. Ja. Ist völlig recht. Siehst du noch was? Was kann ich hier noch bedienen? Ah, Audio-Lock. Die wurde schon abgespielt, gerade automatisch. Ja, klar.
Dann gehen wir des Weges. Weil der Ausgang hier so komisch aussieht, als wären wir da gerade reingekommen, aber das ist auf jeden Fall was Neues. Glaube ich. Dem macht die Kälte jetzt aber gar nichts aus. Der nächste kleine Teil. Das ist Telemetrie. Telemetrie? Ja. Die Stacheln. Ach so, scheiß Stacheln, fang ihr nicht auf einmal mit Telemetrie. Ich denke, was soll denn jetzt? Ist auch gar nicht notwendig. Manchmal, wenn ich jemanden. Aber das wären mal wieder welche gewesen, wo man es mal machen kann. Da war ja alles voll mit. Ja, genau. Ja, da auf jeden Fall. Aber genau in dem Moment, als ich es gesagt habe, war es eigentlich keine gute Idee, weil da kam man gerade nah dran. Deswegen, also hier kannst du nochmal links und rechts, aber jetzt haben wir kein Feuer, ne? Hier haben wir ein Geräusch. Ach ja. Hier bei dieser Kuhle, daran kann ich mich noch erinnern. Hier müsste ich sie setzen können. Ah, hier ist es sogar. Ein Schritt weiter. Damit. Fips! So, Fips, gib Gas. Wir sehen uns im warmen Wohnzimmer. Genau, bei der nächsten. Oder übernächsten. Ich renn mal hier weiter, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, genau. Was ist das? Hier, das ist das, was du denkst. Zwei Schuss mit dem Telemetriegerät. Mit dem Stachelgeschütz schieße. Ja, das klingt so. Heftig. Wie hast du denn dann Gamer genommen? Auch keine schlechte Idee. Kann man ja mal probieren. Ja. Finde ich eine gute Idee. Ich hatte schon befürchtet, du hast mich missverstanden, als ich Stachel meinte, aber du meinst, du hast das schon verstanden. Weil dieses Ding heißt nämlich auch Telemetriebolzen. Also. Okay. Durch? Hast du das Ding so? Ja. Das siehst du sieht aus wie so ein Wal, den Schnee hochpusten. Plus 2 Damage, Bitch! Oh, du wärmst dich langsam mit dem Gedanken an, hier eine zweite Waffe zu haben, ne? Oh, der Verkauf! Das war ja gut. Da hättest du mal die Pulskanone nehmen können, da wäre sie genau richtig gewesen. Ja. Oh, der liegt lange nach. Hast du die gerade mit der Pulskanone weggeschossen? Nein. Okay. Das ist einfach nur gut. Oh, meine Temperatur. Ja, aber das ist mal scheißen. Ja, genau, hier hast du ja gesehen, ne? Genau. Abby! Wir haben hier schon diesen Puls, diese Pulskanone, ne? Nicht vergessen. Ach ja, die alle natürlich. Boah. Aber auf, mach ein Wechsel oder irgendwas. Die wollen dich eigentlich reinlassen, ne? Jetzt sind wir bei 12 Grad. Okay, jetzt rush die Rush-Mode. Nimm ihn mit, ja! Der will auch uns warme. Auf! Oh, es blickt rot! Aber okay, 10 Grad? Muss es auf 0 runtergehen? Muss man einfrieren? Ich glaube, ich habe mal Medikit genommen, aber ich kleine nehmen sollen. Aber hat er nicht voll gemacht. Aber ja, kleine ist trotzdem besser, ja. Natürlich. Platzgründen. Was? Jo, dreh es. Wie ein Boss. Gib mir Ellie? Nochmal. Ellie? Ist nicht Ellie. Fuck. Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also haben wir nicht nachgesehen. Buckle. Backe! Wer bist du überhaupt? Generische Charakter Nummer 3. Siehst du irgendwo einen Motor? Wir haben viel zu wenig Backstory von dir bekommen. Siehst du einen Motor? Ja, lauf mal lang. Ne? Dein Instinkt drückt dich nicht. Und dann hast du es auch schon wieder geschafft. Ich will dich eigentlich noch aufwärmen. Das finde ich cool. Ja, folge deinem Instinkt. Es gibt auch noch Action hier, oder? Folge ihm. Tür! Oh ja. Oh ja. Und eine Bank. Kanisterbergungs. Was war das? Kanisterbergungstool? Das ist wieder. So, aber dann bleiben wir hier stehen, oder was? Was steht? Ja, können wir machen. Na, das ist ein super Punkt. Wir 37 Grad. Oh je. Und jetzt müssen wir da runter in den Keller, wo da die Schneeanzüge sind und da sind Kratzgeräusche. Kratzgeräusche? Kümmern wir uns nicht um die Kratzgeräusche? Ja, ja. Interstellarer Kammerjäger. Oh. Und dann sehen wir uns wieder mit Teil. Schockenzone spielt Dead Space 3. Ciao. Tschö.